Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, gut, okay, der Joke aus der letzten Folge mit meinem Bild, der scheint nicht bei allen angekommen zu sein, aber ein Großteil fand ihn wohl doch ganz okay. Das war mir dann aber eigentlich bei der Aufnahme war mir schon klar, dass es Leute geben wird, die es halt mögen und Leute, die es halt nicht mögen werden. Naja gut, okay, ich kann es nicht jedem recht machen. Ich muss da ja immer versuchen, den goldenen Mittelweg zu treffen und schaffe ich das besser und mal schaffe ich es halt schlechter. Das müsst ihr dann aber von Folge zu Folge entscheiden, ob ich das besser oder schlechter mache. Das kann ich dann immer schlecht sagen. Ich kann es ja immer nur an euren Reaktionen sehen, wenn ihr dann halt unter das Video schreibt, nö, das war jetzt nicht so prall oder ey, ole ole, das war genau richtig so. Ja, was gibt's denn noch Neues? Neues gibt es unter anderem, dass es eine Facebook-Seite von mir gibt, also über mich. Das ist eine von Fans für Fans Facebook-Seite. Ich wurde gefragt, ob denn die Antje, und da spare ich mir mal den Nachnamen, also die Antje einmal und der Sinokonia, ob die eine Facebook-Seite von mir erstellen dürfen, also von meinem LP. Und da habe ich dann zugestimmt und habe gesagt, ja klar, mach doch. Und wie gesagt, diese beiden betreuen diese Seite auch. Falls ihr euch fragt, wie findet man denn hin zu dieser Seite? Unter den Videos, unter diesem auch zum Beispiel, also unter allen folgenden dann natürlich auch, wird es einen Link geben, der zu dieser Facebook-Seite verweist. Wie gesagt, also ich bin selber nicht präsent auf dieser Facebook-Seite, aber die beiden betreuen die halt diese Facebook-Seite. Und da möchte ich auch nochmal ganz herzlich Danke für sagen. Dann, wie gesagt, einmal den Link unter diesem Video und unter allen anderen Videos dann natürlich auch, die noch kommen. Also ich kann das ja immer dann nur einstellen für noch kommende Videos. Und einen Link natürlich im Kanal, wo auch auf diese Fanseite hingewiesen wird. Wie gesagt, das ist eine Webseite Fans von Fans für Fans. So, ja, und was gibt es noch Neues? Ach ja, Custom Receipts habe ich natürlich runtergeladen, installiert, funktioniert auch, alles ist schick, das ist prima und von daher benutzen wir dann natürlich auch weiterhin jetzt Custom Receipts. Jemand schrieb zwar unter das Video, dass es ihm nicht so gefällt, aber Leute, ihr müsst ja auch mich verstehen. Ich habe einfach nicht die Zeit, wenn ich im Let's Play etwas zeigen möchte, dann noch Stunden herumzulaufen nach irgendwelchen Ressourcen, um die dann vielleicht unter Umständen doch nicht zu finden. Also da muss ich dann versuchen, den goldenen Mittelweg zu finden und das habe ich dann halt über Custom Receipts gewählt. So, ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Ja, und ihr merkt schon, ich bin hier am Schwafeln und dennoch am Weiterbauen. Natürlich wollen wir hier auch vorwärts kommen. Und von daher gar nicht viel Zeit verloren, sondern gleich munter weitergebaut. Dann das Misas Texturenpack. Ich habe Custom Colors ausgeschaltet, dadurch ist das Ganze natürlich schon wieder mal viel heller. Übrigens war das im Video auch schon heller, als ich das hier an meinem Monitor gesehen habe. Also am Monitor habe ich es nochmal einen Zacken dunkler gesehen, als es im Video war, aber es sollte jetzt wirklich heller sein. Und ach, da fällt mir gerade ein, ich hatte glaube ich auch die Helligkeit, nee, 30%. Das ist okay so mit Helligkeit 30%. Das möchte ich so haben und das wird auch so bleiben. Ja, wie gesagt, ich habe da ein paar Schalter gefunden, unter anderem für das durchsichtige Wasser, was ihr hier schon seht. Und so werden wir dann auch erstmal weiterspielen. Also das war's dann erstmal. Ja, Custom Receipts ist wieder an Land, finde ich auch sehr schön. Das heißt, wir können wieder aus Erde, können wir wieder Redstone braten und wir können uns wieder unseren Glowstone ganz normal herstellen und müssen den nicht mehr in den Mülleimer werfen. Ja, und so schreitet die Welt dann vorwärts.
Und wir bauen lustig, munter drauf los und gehen dann natürlich auch weiter. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob wir das hier dann auch schon halbwegs geschlossen kriegen. Was haben wir denn da noch? Na, so viel ist es nicht mehr. 18 Glas haben wir noch, aber ich denke mal, bis wir hier fertig sind, sollte das andere Glas da auch dann wieder so weit sein, dass wir dann hier gleich nahtlos übergehen können. Ganz so viel Sand werde ich jetzt nicht mehr zu Glas verbraten, denn ich denke mal, so viel werden wir gar nicht mehr brauchen. Also ganz so viel. Ja, und dann müssen wir auch mal zusehen, dass wir dann unter Umständen schon mal anfangen, das erste Mal Erde wegzufahren und. Das sind ja auch immer so Sachen, die dann halt irgendwann mal so anstehen. Unsere Kiste ist natürlich nicht endlos groß, die ist endlich und das heißt, irgendwann wird die halt natürlich ganz normal voll sein. Und von daher müssen wir es einfach mal ins Lager schaffen. So, Glas Ali und dunkel ist auch. Ich denke mal, wir werden dann auch gleich erstmal schlafen gehen. Bing. Ach Quatsch, da sind ja keine Druckplatten. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich da nicht von innen wenigstens noch Druckplatten setze, damit wir dann die Türen nicht immer noch zumachen müssen. Ja, das Glas, das müsste natürlich eigentlich auch noch raus. Aber jetzt gehen wir erstmal pennen. Dann nehmen wir mal das Glas, was schon fertig gebraten ist, noch aus dem Ofen. Und verbasteln das nochmal schnell. Und wenn wir Glück haben, sollte das schon reichen, dass wir das Dach komplett geschlossen kriegen. So, wo laufe ich denn eigentlich hin? Hier müssen wir noch hin. So. Ja, schön zumachen. Ah, da bin ich aber gespannt, ob das klappt. Ich hätte mal aus den anderen Öfen gleich schon das Glas mit rausnehmen sollen. Habe ich jetzt voll verpennt, nicht dran gedacht. Klappt natürlich nicht. Ja, 8 Stück fehlen, aber ich denke mal, die sollten jetzt im Ofen fertig sein. So. Ja, mit der Lautstärke noch ein bisschen rumgespielt und versucht ein bisschen anzupassen. Na, mal gucken, wie gut das kommt. Ich kann das immer, bevor ich dann die Videos selber sehe, immer nicht so wirklich sagen. Ich kann das dann immer erst im Nachhinein feststellen, ob das gut so ist oder nicht. Aber ich bin da voll der Hoffnung, dass es passt. So, ding, 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 ding. Na, beinahe ein Ding vergessen. Ach, wenn wir gerade hier sind, fällt mir gerade mal so ein, dann, ja, dann können wir hier auch gleich, ne, die fertig machen. So, bing. Nur nicht die falschen benutzen. Katsching. Ja, unten ist es natürlich erstmal falsch, den Glowstone, den wir da reinsetzen, weil da wird die Minecart-Strecke drüber laufen. Aber lieber erstmal den Glowstone drin haben und das später dann gegen die Redstone-Lampen austauschen. Weil ich glaube, wir haben mal wieder zu wenig Redstone dafür. Also eigentlich nichts Neues, so wie immer. So, bing. Ja, und die restlichen, die können wir dann, glaube ich, auch von innen setzen. Mal ein bisschen ausladen. Naja, ein bisschen Redstone haben wir schon. Ja, könnten wir eigentlich gleich mal machen, bevor ich es dann ganz vergesse und ganz falsch mache. Weil es bringt nichts, wenn ich hier überall dann immer Redstone rein, Glowstone reinsetze und den dann nachträglich wieder rausboxen muss. So, und dann machen wir es gleich so. Fertig. Ja, da werden wir gar nicht genügend von haben, damit es erstmal hell ist. Aber die werden wir sowieso brauchen, die Hebelschalter, davon mal ganz abgesehen. Ja, was wollte ich denn noch machen? Steine haben wir. Aber wir können hier hinten eigentlich mal weitermachen, indem wir dann hier schon mal weiter buddeln. Hier können wir dann auch ganz normal den Glowstone mit reinsetzen, das wird schon passen. Glowstone
Glowstone. Glowstone. Und hier ein. Na, vorbeigelaufen. Da ein. Da noch ein. Da noch ein. Und hier noch ein. Die Hebelschalter, die sind dann natürlich nicht zu viel gebaut. Die werden wir auch weiterhin brauchen. Wir müssen die Redstone-Lampen ja dann irgendwie von unten ansteuern können, damit die halt nicht sichtbar sind. Und für den Anfang können wir die halt auch einfach erstmal oben drauf setzen. Das spielt dann also nicht wirklich eine große Rolle. Ja, das Glas können wir dann natürlich auch schon mal setzen. Fällt mir gerade mal so auf. Ding. Und dann kloppen wir das doch hier schon mal wieder rein. So, bing, 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 bing. Das ist ja relativ zügig wieder reingesetzt. Das schafft auch Strecke. Das Rausschaufeln an der Seite, das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich denke mal, das werde ich dann wirklich immer mal so nebenbei machen, denn wenn ich da jetzt 10 Folgen nur am Schaufeln bin, ich denke mal, das wird dann einfach zu langweilig. Das können wir uns dann auch sparen. Man versucht ja immer, wie gesagt, so legal es denn geht zu spielen, aber manche Sachen, da muss ich halt einfach ein bisschen tricksen und ein bisschen nachhelfen, damit es halt weiterhin spannend für euch bleibt. So. Ja, zum Foto kann ich nur noch mal sagen, also es wird nie ein ganzes Foto von mir geben. Ihr müsst nicht wirklich, um das Let's Play zu verfolgen, müsst ihr nicht wirklich wissen, wie ich aussehe. Dafür gibt es auf YouTube hier die ganzen V-Logger, also die Videoblogger, und die stellen ihr Gesicht dann auch natürlich bewusst zur Schau. Ich möchte das jedenfalls nicht haben. Ich werde da einfach ganz einfach drauf verzichten. Das muss nicht sein. Und von daher lasse ich das dann auch einfach mal WECH weg. So, wo kamen die denn jetzt her, die Scheibe? Naja, wir setzen hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter die Scheiben. Wenn wir sie schon rauskloppen, können wir sie auch gleich wieder reinproppen. Und von daher, wir werden gar nicht so fürchterlich viele Scheiben nachbasteln müssen. Vielleicht so ein oder zwei Stacks und dann hat sich das auch erledigt mit den Scheiben. Denn das, was wir rausbauen mit dem Samthandschuh, also Behutsamkeit, das können wir dann natürlich auch wieder verwursten und natürlich auch weiterhin dann benutzen. So, ding, 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 ding. Ja, Redstone haben wir eigentlich erstmal genügend. Das andere Problem ist aber, wir haben kein Cobblestone. Das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr ungewöhnlich. Um die Hebelschalter zu bauen. Das ist aber gut, okay, da können wir ja dann zurück ins Lager fahren. Oh, das war natürlich die falsche. Da können wir dann natürlich zurück ins Lager fahren und dann mal einfach etwas Erde wegbringen. Da werden wir sowieso viel zu viele von haben. Und ja, im Gegenzug dann einfach ganz einfach ein bisschen Cobblestone mitbringen, wenigstens einmal, das war da also ein Stack, das wir da ein bisschen haben. Oder wir fangen gleich an, unten im Keller auszubuddeln, was glaube ich die schlauere Variante ist. So, und hacken uns da mal irgendwo kurz in die Wand hinein und sollten dann eigentlich auch auf Stein treffen, dass wir dann auch halt ein bisschen, ja, hier, passt doch. So, zack, Cobblestone ein bisschen und dann machen wir uns auch mal ein paar Hebelschalter und dann passt das schon. Ja, Fackel. Da ist eine Fackel. Bing. Und das sollte reichen als Beleuchtung. Ja, und beim nächsten Mal werden wir uns auch mal ein paar Hebelschalter basteln, werden noch die ein oder andere Redstone-Lampe basteln, werden die dann auch schon mal setzen. Ich sage hier erstmal Tschüss, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.